recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, heute mit The Last Guardian. Und ich habe es erst gerade eben eingeschaltet, ihr habt also noch nichts verpasst. Ich hoffe, das wird ein cooles Projekt und mal schauen, wie weit wir spielen. Normalerweise, ja, so lange glaube ich geht's nicht. Also einen Durchgang werden wir bestimmt machen, aber ja, naja, je nachdem, wie es mir halt auch gefällt, schauen wir uns das Spiel mal an. So, Taste drücken. So, Optionen, was gibt's denn da alles? Kamera, Bildschirm, Copyright, okay, nichts groß Interessantes. Ich würde sagen, wenn uns irgendwas stört im Spiel, werden wir es dann natürlich noch unterm Spiel einstellen, so dass mir halt am besten passt, wie ich halt am besten auch spielen kann. Genau, dann fangen wir mal an. Neues Spiel. Guardian. Ich sag jetzt einfach mal nichts, schaut euch einfach an. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Geht aber auch nichts, ich kann nichts tun. Thank you.
Okay, ich kann nichts tun. Ist es vielleicht ein Ladebildschirm oder was? Keine Ahnung. Ich drücke die Knöpfe, was da angezeigt werden, aber es tut sich nichts. Das ist ein Ladebildschirm oder nicht? Keine Ahnung. Okay, die Zeichen mussten anscheinend irgendwie weg da oben. Okay. Da muss ich erstmal jemand drauf kommen. So ein Schmarrn. So, irgendwas liegt an Ketten. Ich glaube, das könnte der Trikot sein aus der Konzeptgrafik vom Anfang. Sei unter den Auserwählten. In meinem Traum flog ich durch die Dunkelheit. Ich erwachte in einer seltsamen Höhle. Erschrocken merkte ich, dass ich nicht allein war. Neben mir lag ein riesiges, menschenfressendes Fabeltier, Trico. Ich wusste nicht, wie, warum oder wann es passiert war. Aber meine Haut war von eigenartigen Symbolen bedeckt. Oh, wo bin ich? Fuck. Okay. Ich dachte, dass ich noch träumte. Sicher würde ich gleich aufwachen. Okay, linke Analogstick bewegen und rechte Analogstick Kamera bewegen. Das kennen wir ja schon aus anderen Games. Okay. Leute, wundert euch nicht. Die Grafik ist nicht gerade die beste, sage ich jetzt mal. Weil dieses Spiel eigentlich normalerweise für die PS3 programmiert worden ist. Und da das ja so ewig lang gedauert hat, bis sie es fertig gekriegt haben, haben sie gedacht, ja, dann packe ich es halt mal auf die PS4. Ich weiß nicht, ob sie es dann noch optimiert haben dafür oder nicht, aber shit happens, egal. Und sieht trotzdem nicht, so schlecht sieht es nicht aus und ich bin ja eh nicht so, der so auf die Grafik schaut. Hab so der Spaßfaktor ist da. Okay, springen ist schon mal Dreieck. Okay. Auf Dreieck mag ich das aber nicht. Ich schau mal, ob man das irgendwie umbelegen kann. Steuerung. Hier kann man gar nichts umbelegen. Was ist das? What the fuck? Okay. Hängen. Okay, da muss ich erstmal mit klarkommen, glaube ich. Los.
loslassen. Okay. Hebel ziehen. Kreis. Ah, alles klar. Ist überhaupt noch runter, geht die Eisentür hier. So wackelig wie die war. Okay, aufheben. Was ist das? So ein glänzendes Fass hier. Okay, man muss also immer für die Aktion draufbleiben. Ich gebe einfach mal den hier das Fass. Na? Sei doch mal ein bisschen lieb. Ist jetzt genau aufs Maul hin oder was? Okay, probieren wir es mal. Na? Mag es nicht. Den Speer aus dem Leib zu ziehen, okay. Dann machen wir das nochmal. Boah. Sei sicher, dass ich tot bin. Lebe noch? Okay. Jetzt Fritz. Immer noch so schwach. Die Ketten vielleicht irgendwie lösen. Ich kann ja schon draufspringen auf den. Noch ein Speer oder was? Okay. Geh mal wieder weg. Agiatu Torikono, Anabagiam, Izu Du, Adatu, Adadu Arie, Tasti de Kek, Inarazi, Yetaste Astuzi. Ah, okay. Okay. Da werden dann nochmal zwei Fässer. Vielleicht kann ich die auch irgendwie. Vielleicht bekomme ich die auch irgendwie. Ach, da muss ich noch klarkommen mit der Steuerung. Gewöhnungsbedürftig, dass das auf Dreieck ist. Die wird wahrscheinlich oft sterben, denke ich mir jetzt mal. Weil ich mich wahrscheinlich nur verdrücken werde. So,
die wieder weg. Weil der ja misstrauisch ist. Misstrauisch. So, wo kommt man jetzt hier hoch? Springen. Ah, da kann man sich vielleicht runterducken. Ah, alles klar. So, dann hätten wir auch das dritte Fass. Das hat immer noch nicht gefressen. Okay. Das ist weg, oder? Ja. So, ich gehe hoch. Riss. Was frisst denn der da? Okay. Kann jetzt wahrscheinlich nicht weg wegen der Kette. Okay, meine Gaben schienen den Hunger des Tieres gestillt zu haben, aber er hatte noch Schmerzen und konnte nicht stehen. Speer entfernen. Jetzt doch auf einmal, gell? So, schauen wir mal, ob wir jetzt die in der Kette da wegmachen können. Sitz. Jetzt komm, wieder hoch. Kann ich noch nicht hoch, oder was? Okay. Elio! Okay, da kann ich anscheinend hoch. Hebel ziehen. So, ist es jetzt besser?
So, wenn wir irgendwie hier rauskommen. Ja, schaut schon auf jeden Fall cool aus. Cool gemacht. Oder willst du woanders lang? Ja, hier geht es anscheinend auch lang. Nur hier lang. Ah, alles klar. Das Fresschen. Ne, nimm's dir. Friss. Nein, nimm's doch jetzt. Muss ich das hinwerfen oder was? Nein, muss ich ihm wirklich das hinwerfen? Okay. Ob ich da irgendwie hoch kann. So, was kann man jetzt hier machen? Jetzt ist auch rüber, oder was? Nein. Wieder einen falschen Knopf gedrückt, Leute. So, jetzt komm, Trikot. Okay. Okay, hier komme ich nicht durch, oder? Ja, doch, komme ich durch. Ich bin mal gespannt, ob der mir hinterherkommt. So, gehen wir hier lang. Okay, sieht schon sehr komisch aus alles. Sehr hell leuchtende Farben, extrem. Aufheben. Okay. Beleuchten halte. Kreis und bewege den linken Stick, um Leuchtstrahl zu lenken. Benutzen, einstecken, alles klar. Okay, Leute, wie es denn aber hier weitergeht mit dem Trikot, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an.
Bleibt dran. Ist neues gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, da kommen wir schon noch rein in das Game. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, euer Andi.